begrüße hier in der Lobby des Mannschaftshotels in Bilek die beiden Fanbeauftragten Armin Rugol und Marc Borschel. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt es euch nicht nehmen lassen, in dieser Woche ganz nah bei der Mannschaft dabei zu sein. Marc, was sind so deine ersten Eindrücke? Ja, also ich bin jetzt selber das dritte Mal jetzt schon mitgefahren hier nach Bilek und gefällt mir immer wieder super gut. Auch diese Woche schon diese gute Mischung aus ernsthaftem, konzentriertem Training. Aber der Spaß kommt auch hier nicht zu kurz. Deswegen bisher super Wetter, optimale Bedingungen, macht richtig Spaß hier. Ja. Armin, was sind so die Hauptaufgaben der Fanbeauftragten des SV Meppen? Ja, wir schreiben im Vorfeld der Spiele, so in der Regel 2 Wochen vorher, schreiben wir die Gäste-Fanbeauftragten an und dann fragen wir so Sachen an wie Material, heißt Fanmaterialien, wie zum Beispiel Choreografien als Beispiel, als Spruchband oder irgendwelche Zaunfahren, die dann im Vorfeld angewendet werden müssen bei der Fanbetreuung selber bei uns. Und dann werden wir so Sachen gefragt, wie teuer eine Bratwurst ist, wie teuer, sag ich mal, die Eintrittspreise sind und solche Sachen werden dann halt nachgefragt bei uns. Wir nehmen natürlich regelmäßig an Sicherheitsbesprechungen im Vorfeld der Spiele teil. Da geben wir natürlich im Vorfeld an die Netzwerkpartner unsere Informationen weiter. Und dann ist dann ein reger Austausch zwischen Fanbeauftragte, Sicherheitsbeauftragte, Pressesprechern, Geschäftsführern und allen Instanzen. Du bist Behinderten-Fanbeauftragter. Ist das eigentlich inzwischen Standard bei den Vereinen oder ist das noch die Ausnahme? Es ist kein Muss in der dritten Liga sozusagen, dass Vereine es haben müssen, aber man muss schon sagen, es ist schon zum Standard geworden. Also die meisten Vereine haben mittlerweile einen, ne, oder wollen das auch gerne installieren. Der DFB sieht es natürlich auch immer gerne, dass das gibt. Ist auch wichtig, finde ich, für die Rollstuhlfahrer, dass die auch nochmal speziellen Ansprechpartner haben. Mhm. Genau. Du hast es angesprochen, Rollstuhlfahrer. Es gibt natürlich auch Leute mit anderen Behinderungen. Was sind so die größten Probleme, die sich in den Stadien den Zuschauern bieten? Genau, es sind immer verschiedene Probleme. Für die Rollstuhlfahrer ist natürlich immer der Rollstuhlplatz das Wichtigste im Stadion, sage ich mal. Ne? Auch die Wege oder es gibt ja auch Leute, die gehbehindert sind. Für die ist immer wichtig, wo können wir parken, wie weit muss man laufen bis zum Sitzplatz oder wo ist der Sitzplatz, sind Stufen, Treppen. Sind alles so Kleinigkeiten, so, die da auf den Herzen liegen bei den Leuten. Ne? Seid Ansprechpartner für die Fans, habt ihr gesagt. Die können sich also jederzeit bei euch melden mit ihren Fragen, Problemen. Ihr seid präsent? Auf jeden Fall. Also auf Social Media sind wir vertreten. Wir haben einen Instagram-Account, wir haben einen Facebook-Account. Wir sind bei den Spielen immer überall zu finden, sag ich mal. Ihr könnt euch, wenn ihr einen Fanclub gründen wollt, könnt ihr euch auch jederzeit bei uns gerne melden. Und da geben wir euch die nötigen Informationen gerne weiter. Ja, 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 ja